Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video. Und heute reagiere ich jetzt nochmal auf die Sonnenfinsternis vom 8. April, die ja am Montag diese Woche in Amerika war sie sichtbar, bei uns war eben zur Abendzeit stattgefunden hat. Das war eine totale Sonnenfinsternis. Und diese Sonnenfinsternis hat ja, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, ein paar schwierige Konstellationen mit sich gebracht. Ich habe versucht auch schon im letzten Video zu sagen, okay, gut, wir schauen jetzt da bitte, wir lassen mal die Kirche im Dorf, man sollte mal versuchen ruhig zu bleiben, es wird schon passen, die Welt dreht sich weiter. Und wenn man sich das noch einmal anschaut, eben trotz dieser schweren Konstellationen, dieser großen Konstellationen, es fällt natürlich, wir erinnern uns an Mars und Saturn in der Konjunktion und wir erinnern uns auch nochmal an Jupiter und Uranus. Natürlich fand diese Sonnenfinsternis in Konjunktion mit Merkur im Zeichen Widder statt. Das heißt, eine sehr dynamische, sehr energiegeladene Konstellation. Ich hatte wahnsinnig viele Kommentare, Anfragen, Mails und auch von Klienten gehört, die gesagt haben, ja, wo ist denn jetzt die Krise, wo ist die Katastrophe, wo ist der nächste Krieg, wo ist jetzt der große Ausbruch? Jeder sagt immer, das war so ein astrologisch wichtiges Datum und jetzt ist man quasi angefüttert worden und hat schon unter Anführungszeichen fast gehofft, dass endlich wieder was sich ändert oder aufbricht. Und es ist eigentlich jetzt nicht geschehen oder nicht so viel geschehen. Und da möchte ich jetzt noch einmal dazu was sagen und darauf eingehen, denn Astrologie und was dir widerfährt, ist natürlich etwas Individuelles. Wir haben Gruppenschicksale natürlich und wir haben auch individuelle Schicksale. Mir haben auch Leute in die Kommentare geschrieben, zu sagen, ja quasi, warum sagst du immer nur was über das Individuum und nichts über das Mondane, über das, was das Weltgeschehen angeht, denn nur im Weltgeschehen quasi könnten wir was ändern. Und ich sehe es eigentlich genau gegenteilig. Ich finde, dass du nur in dir selber was ändern kannst und dein Leben gestalten kannst nach deinen Maßstäben und wie es dir gefällt und wie es dir gut geht. Und deshalb habe ich heute mal einen Vergleich hergenommen, nämlich einen Todesfall, der in etwa reinfällt, ja, einen sehr prominenten Todesfall, nämlich O.J. Simpson. Hast du vielleicht gelesen, dass O.J. Simpson jetzt verstorben ist. Und ich habe auch mein Horoskop hergenommen und ich habe ja überlebt, wie du siehst. Also das ist keine Aufzeichnung aus der Dose. Ich habe den 8. April überlebt und die Welt hat sich auch weitergedreht. Und es geht einfach nur darum zu sagen, wie wirken denn bitte diese Auslösungen aufs individuelle Horoskop? Und das ist ja das Spannende. Dass man sagt, mondan ist die Möglichkeit gegeben von Krieg, von Unterdrückung, von Stress, von irgendwelchen Umfällen, natürlich. Ja. Und dass wir auch Ereignisse finden dann, wenn wir suchen, dass man sagt, das passt auf das astrologisch hin, natürlich. Und wichtig ist aber immer, dass was wirkt denn individuell und die Sterne wirken individuell auf jeden anderen. Also man kann schon pauschal sagen, gut, grundsätzlich, ja, Saturn in Fische fühlt sich jetzt nicht besonders wohl. Und Saturn Mars in Fische wird wahrscheinlich, also habe ich ja gedeutet, eine innere Unruhe, innere Nervosität sein, innerlich sehr viel Druck, sehr viel Energie sein. Und da muss man dann immer schauen, wo steht denn das in deinem Horoskop, beziehungsweise auf was wirkt es sich denn aus? Und wenn man jetzt noch einmal so diese Sonnenfinsternis, wenn man da reinschaut eben, wie gesagt, wir haben da diese großen Konstellationen gehabt. Wir haben die Langsamläufer Schicksalsplaneten, also in Stier, Uranus und Jupiter. Und wir haben in den Fischen Saturn und Mars und den Pluto, der steht natürlich im Wasser, ja, haben wir schon gehört. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, zum Vergleich, das Horoskop von O.J. Simpson dazu, dann wirkt diese Sonnenfinsternis, die ist da im äußeren Rand angezeigt. Ja, und dann wirkt diese Sonnenfinsternis auf das Horoskop von O.J. Simpson schon ganz anders. Da hat man gleich einmal die Sonnenfinsternis, ist im Quadrat zu seiner Sonne, also zu seiner Lebensenergie. Die ist einfach da im Quadrat. Das heißt, dass da diese Dunkelheit, dieses Sterben des Lichts am Tage
wirkt sich auch die Lebensenergie von O.J. Simpson mit aus. Ja, jetzt war der schon länger krank, keine Frage. Aber ich sage nochmal, da hast du eine andere Symbolik, wenn du es dir individuell anschaust, das Ganze. Ja. Und wenn man sagt Sonnenfinsternis in Widder, ist das natürlich wieder eine sehr aktive Energie, eine sehr fordernde Energie. Und die fordert dann quasi jetzt von der Krebssonne von O.J. Simpson einfach mal eine Beschäftigung mit dem Thema. Sonne ist natürlich, was ist das für ein Thema, Sonne in Krebs, da geht es natürlich grundsätzlich immer um das, auch um das Familiäre, ja, sich mit der Familie auseinandersetzen. So was in der Zeitung gestanden ist, ist O.J. Simpson im Kreise seiner Familie gestorben. Ja, also ja, vielleicht gab es da mehr Auseinandersetzungen, vielleicht gab es da mehr eine Auseinandersetzung im positiven Sinn, auch eine Konfrontation natürlich mit dem Nächsten. Aber auf jeden Fall, das wäre etwas, was man da rauslesen könnte. Und das ist auf jeden Fall bedrohlich für diese Lebensenergie da. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, also das merkt jemand dann schon in seinem Wesen, in seiner Energie. Was dazu kommt, ist dieser Jupiter-Uranus im Stier, das ist ja auch noch mal so diese plötzliche Wandel in der Materie. Ja? Und der geht auch auf seinen Jupiter in Skorpion hin. Und Jupiter in Skorpion ist ja auch noch einmal so, also das ist noch einmal so, da wird einfach so Energie einfach einmal freigesetzt, würde ich sagen. Und das im Skorpionzeichen, das ist wieder Stirb und Werde, ist wieder Transformation. Und Jupiter-Uranus ist ja natürlich so das Plötzliche, was dann noch einmal reinfährt. Also da, das ist schon eine Überladung auch eines gewissen Systems. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich nicht immer tot, bitte, also keine Sorge. Aber dass das natürlich etwas auslöst, dass das etwas hinbewegt. Jetzt einfach mal astrologisch. Das ist nur eine Aktion, eine Aktivierung von Energien im Horoskop von O.J. Simpson. So, und jetzt vergleichen wir mal jemanden, der lebt, und schauen uns das jetzt mal an, wie die Sonnenfinsternis jetzt auf ein anderes Horoskop wirkt. Und gehen da jetzt mal rein. Und zwar sehen wir jetzt die Sonnenfinsternis wieder im Widder, unten spielt sich das alles ab. Und wo schießt jetzt in diesem Horoskop, das ist mein Horoskop, nur als Beispiel rein. Wir haben also da ganz viel so von unten diesen Druck, diesen Widderdruck rauf, so ins 10. Haus bei mir. Also ich habe zusätzlich zu diesem Druck, also diese Energie, grundsätzlich, also diese Eklipse, Sonnenenergie quasi, hat sich jetzt, Sonne und Mond hat sich bei mir auf den Saturn ausgewirkt. Also diese Sonnenfinsternis hat sich bei mir auf den Saturn eben da ausgewirkt, der da beziehungsweise da auch im Krebszeichen drinnen steht. Und der bei mir im 7. Haus steht. Und was da jetzt passiert ist, ist einfach auch noch einmal so ganz viel, und wieder diese Energie, ganz viel Begegnung mit dem Thema, dass andere etwas brauchen, andere etwas wollen. Also ganz viel Arbeit habe ich gehabt, ganz viel, ich will jetzt nicht sagen Stress im negativen Sinne, aber es hat sich viel getan jetzt einfach, rund um diese Sonnenfinsternis. Also ganz viele neue Projekte sind aufgegangen. Und das lässt sich wieder auch durch dieses Pluto-Sonne-Quadrat auch noch einmal verdeutlichen. Nämlich der Pluto, der transitierende Pluto im Wassermann, ja, das ist auch wieder über die neuen Medien, über dieses, da gehört, da passiert einfach eine neue Transformation, da tut sich was, und das geht genau zu meiner Sonne hin, die ich ja im 10. Haus habe. Das heißt, das ist ja diese Sonne, die nach außen geht, auch Kommunikation, die nach außen geht. Und da merkt man einfach, dass bei mir so diese Energie, dieser Druck wirklich einen Schub nach raus gemacht hat und einen Schub nach vorne ins Tun rein. Also ich könnte momentan, ich glaube, 48 Stunden am Tag was machen, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, mich zu erschöpfen oder irgendwie recht müde zu sein, sondern einfach nur, das ist ein ganz anderer Auftrag. Also das heißt, die Energie pusht in dem Fall, also die momentane Auslösung, momentane Konstellation pusht momentan meine Energie. Es ist viel zu tun, man muss auch unter Anführungszeichen fleißig sein, das heißt, man muss sich sowohl strukturieren, einteilen, aber es tut sich viel. Und das jetzt eben als Beispiel, wie so eine Sonnenfinsternis wirken kann. Und wir haben da jetzt zwei so Horoskope gehabt. Und wichtig ist einfach immer wieder dieses Individuelle. Das heißt, nur weil eine Krise irgendwo ist oder auftaucht, oder man das auch mit der Astrologie gleichsetzen kann, heißt es eben nicht, dass ein gewisses Ereignis automatisch der Trigger der Auslöser ist. Dass wir natürlich in einer Zeit sind, wo sich vieles ändert, keine Frage.
Aber die Veränderung, und dazu lade ich dich auch ein, kann im Positiven sein. Noch dazu unter diesen Vorzeichen, die wir jetzt sehen. So, da habe ich das falsche Horoskop eingeblendet. Kleiner Moment. Unter den Vorzeichen jetzt, die wir aktuell haben, nämlich, dass wir da Jupiter Uranus im Stier haben, das ist ja eine Glückskonstellation, das ist ja an sich eine positive Konstellation. Und auch diese Energie kannst du natürlich nutzen für dich. Und auch in dieser Energie kannst du dich da ganz klar einfach mal in diese Energie kannst du eintauchen und die kannst du dann auch für dich nutzen, hoffentlich. Das heißt, welchen Aspekt man sich rauspickt, oft aus diesen mondanen Konstellationen, das ist dann auch wieder individuell und das kann man auch mitentscheiden. Und deshalb ist es mir wichtig, auch wenn das Internet voll ist mit irgendwelchen Prophetien und da geht's hin und ich sehe die Zukunft und ich sehe das und das, ich sehe die Zukunft in dem Sinne nicht, ich sehe nur, die Welt funktioniert und ich gehe davon aus, wenn sie heute funktioniert, funktioniert sie morgen auch noch. Und wenn ich den Wunsch einer Änderung verspüre, und davon bin ich tiefst überzeugt, dann kann ich diese Veränderung zuerst einmal in meinem Leben bewirken und kann das bei mir einmal einladen und das zumindest mal leben. Und mit diesem Gedanken möchte ich mich auch heute bei dir verabschieden. Also schön, dass die Welt noch steht. Schön, dass ich dieses Video machen konnte. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende, falls du das Video heute siehst oder wann auch immer du es dir anschaust. Alles Gute. Diesmal nicht aus dem wunderschönen Linz, aber ja, aus einem Urlaubsort. Alles Liebe und bis nächstes Mal. Dein Oliver Ehring. Tschüss.